Dann kommen wir, wo wir schon gerade über Kinder reden, kommen wir zu Helmut Kentler, mein Lieber. Ja, wir haben ja gerade, wenn man so will, über seine geistigen Nachfahren geredet. Ne? Jetzt reden wir mal über das Original, reden wir mal über die richtige Coke und nicht nur die Pepsi. Helmut Kentler, zu dem Psychologen, wurde gerade, also zu seinem Missbrauchskomplex im Endeffekt, zu seinem pädophilen Netzwerk, das er sich in Berlin und, wie jetzt herauskam, in ganz Deutschland aufgebaut hatte, um ihn herum. Zudem kam gerade der Zwischenbericht der Universität Hildesheim heraus und da waren einige interessante Neuigkeiten drin. Zunächst aber erstmal zu seinen Ansichten und dem, was der Typ eigentlich gemacht hat. Seine Position war, dass es nicht ausreicht, dass Eltern den sexuellen Wünschen ihrer Kinder keine Hindernisse in den Weg legen. Vielmehr sollten sie ihre Kinder an die Sexualität heranführen, weil sie sonst, Zitat Kentler, riskieren, dass die Kinder sexuell unterentwickelt bleiben, dass sie zu sexuellen Krüppeln werden. Eltern trügen Kentlers Meinung nach ein hohes Maß an Verantwortung. Den Eltern muss klar gemacht werden, dass ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern nicht erhalten bleiben kann, wenn den Kindern die Befriedigung so stark drängender und unaufschiebbarer Bedürfnisse wie der sexuellen verwehrt wird. Hier schon mal kurzes Zwischenfazit. Das klingt ja noch relativ harmlos im Sinne von, okay, wir sollten so Hippie-Eltern sein, die ihren Kindern absolut nichts verbieten, von mir aus die Pornos schauen lassen im Internet oder irgendwas, ohne dass man selber anwesend ist oder so. Ne? Das klingt ja wie Sachen, die man häufiger gehört hat, aber das wird noch eine etwas andere Wendung nehmen, was einen auch mal dazu bringen könnte, diese Herangehensweise an sich zu hinterfragen. Frühe Koitus-Erfahrungen seien sinnvoll, Koitus bedeutet Geschlechtsverkehr, denn Koitus erfahrene Jugendliche fordern eine Höhepunkt. Eigenständige Welt. Höhepunkt, Höhepunkt. Koitus heißt Höhepunkt beim Geschlechtsverkehr. Genau. Denn Koitus erfahrene Jugendliche fordern eine eigenständige Welt der Teenager und lehnen die Normen der Erwachsenen häufiger ab. Big Picture gesprochen, hier mal wieder, wir sehen ja gerade die seit langem aus den Elitenkreisen gewünschte Revolution der Jugend. Ne? Die Jugend geht ja gerade auf die Straße oder klebt sich auf die Straße oder mit Fridays for Future schwänzt die Schule und so weiter, um einen großen Umbruch, manche sagen einen großen Reset oder sowas, zu fordern. Ne? Und das fängt offenbar bei der frühen Sexualität, bei der Frühsexualisierung, könnte man sagen, an, nach einem Kentler. Ein besonderes Anliegen war Kentler der Abbau der sexuellen Repressionen gegen Mädchen. Häufig war die repressive Erziehung bei ihnen sogar so erfolgreich, dass sie sexuellen Triebdruck gar nicht mehr empfinden. Ein sexuell aufgeschlossener Junge nennt ein solches Mädchen dann verklemmt, unmodern. Er hat damit wohl nicht zu Unrecht. Und jetzt kommt der harte Scheiß. Also der harte Scheiß kommt noch nicht, sondern der harte Scheiß, was seine Ansichten betrifft. Kentler warnte die Eltern vor einer zu großen Problematisierung auch unfreiwilliger sexueller Kontakte von Kindern mit Erwachsenen. Nochmal, unfreiwilliger sexueller Kontakte mit Erwachsenen. Am verkehrtesten wäre es jetzt, wenn die Eltern die Nerven verlieren, in Panik geraten und gleich zur Polizei laufen würden. Gleich zur Polizei laufen, nur weil dein Kind einen unfreiwilligen sexuellen Kontakt mit einem Erwachsenen hatte. Wenn der Erwachsene rücksichtsvoll und zärtlich gewesen ist, könnte das Kind den Sexualkontakt mit ihm sogar genossen haben, selbst wenn er unfreiwillig wäre. Als kaum problematisch betrachtete Kentler gleichberechtigte und diskriminierungsfreie, also wahrscheinlich war er da einer der ersten, die diesen Begriff in dieser Liberalität benutzt haben, sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Werden solche Beziehungen von der Umwelt nicht diskriminiert, also auch da die große Diskriminierung, ne, ist das, wenn man das nicht duldet, dass dein Kind wird von dem 30-jährigen Harald, dann sind umso eher positive Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten, je mehr sich der Ältere für den Jüngeren verantwortlich fühlt. Das schrieb er 1974, wo er übrigens schon dabei war, dazu kommen wir gleich, Kinder gezielt in Haushalte mit Pädophilen zu vermitteln. Abgesegnet als durch den Berliner Senat. Exakt, exakt. Und übrigens häufig sehr mächtige Leute in der Berliner Elite und, wie wir jetzt gleich auch erfahren werden, in der generellen politischen Elite und juristischen Elite, medialen Elite und so weiter und so fort von Deutschland. Er war auch ein Gerichtsgutachter kurzzeitig. Er hat da den Sachverständigen in Missbrauchsfällen gegeben und war als solcher, Zitat Kentler, sehr stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellung des Verfahrens oder sogar Freisprüchen beendet worden sind. Okay. Oh Gott, oh Gott.
Der war vollkommen offen damit, was er macht. Ne? Er boxt einfach nur seine Leute raus. Ich habe in der überwiegenden Mehrheit die Erfahrung gemacht, dass sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken können. Vor allem dann, wenn der Päderast ein regelrechter Mentor des Jungen ist. Ist halt unglaublich, ne? Alter, also, das ist doch genau das, was Chris, wenn Chris Hansen, ihr kennt doch To Catch a Predator, ne? Das ist so eine Sendung, wo Chris Hansen, dieser Typ, dementsprechend, viele überführt, ja, die machen gefakte Chatverläufe mit denen auf, ne, und dann sitzt dort eine sehr jung wirkende Schauspielerin und der Verdächtige wird halt eingeladen und dann wird geschaut, wie interagieren die, und dann kommt halt Chris Hansen rein, ja, Chris Hansen kommt dann rein und sagt, nehmen Sie Platz, gleich hier, alle nehmen Platz, weil sie wissen, oh Scheiße, jetzt geht es ab, ja, die setzen sich dann hin und richtig oft, wenn nicht schon fast bei jedem, wird gesagt, ich wollte nur ein Mentor sein, ja, ich wollte nur klar machen, dass das hier, ne, deswegen, das sehe ich hier wieder, ich wollte nur ein Mentor sein, ja, ich wollte nur sagen, dass man das nicht macht, dass man sich mit fremden Männern trifft oder so. Das nur hier halt abgesegnet von den politischen Eliten von Berlin. Ja, von also Berliner Senat, ja. Also hier von staatlicher Stelle abgesegnet. Der hat daraus keinen Hehl gemacht, der hat das vollkommen offen kommuniziert, was er da macht. So auch mit dem großen Kendler-Experiment, ne, für das wir ihn alle kennen. Da hat er in einem von ihm als Modellversuch bezeichneten Ding verwahrloste 13- bis 15-jährige Jungen, die er als sekundärschwachsinnig einschätzte, also Zitat von ihm, ihm bekannten Pädophilen bei denen untergebracht, angeblich um sie unter deren Obhut zu resozialisieren. Er sagte dazu oder zu dieser Praxis allgemein, dass er, Moment, hier habe ich das Zitat, diese Leute haben diese schwachsinnigen Jungen nur deswegen ausgehalten, weil sie eben in sie verliebt, verknallt und vernarrt waren. In einem Gutachten für die Senatsverwaltung für Familie, Frauen und Jugend bezeichnete er die Ergebnisse des Versuchs 1988 als vollen Erfolg. Also, die Versuche, die laufen von den 60ern bis Ende der 80er, ne? Ja, ich glaube, die Vermittlung als solche ging doch noch bis in die frühen 2000er, oder bin ich jetzt blöd? Kann auch sehr gut sein. Also mindestens halt bis Ende der 80er. Ja. Blablabla, im Fall Anfang der 90er Jahre in einem Gutachten für das Berliner Familiengericht, dass einer der missbrauchten Jugendlichen weiter bei seinem vielen Pflegevater, den er als pädagogisches Naturtalent bezeichnete, bliebe. Kann gut sein. Also für Jahrzehnte ist mein Punkt. Ne? Mhm. Abgesegnet von ganz oben. Und warum das von ganz oben abgesegnet wurde, da haben wir jetzt, wie gesagt, von der Universität Hildesheim in erst einem Zwischenbericht, der Abschlussbericht kommt noch, ein paar neue Erkenntnisse darüber bekommen. Und zwar gab es ein riesiges Netzwerk von Profiteuren dieser Geschichte, also vielen Profiteuren in der Regel, das ganz Deutschland umstreckte und das aus hohen Leuten in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, in Hochschulen und auch der evangelischen Kirche bestand. Da kommen wir auch wieder zu der Kirche. Ne? Wer sagt eigentlich, dass die Kirche nicht das Bauernopfer war bei oder für solche Sachen? Damit wir einen quasi großen pädophilen Skandal haben, während es eigentlich noch einen riesen Sumpf darunter gibt, aber dann kann man einfach nur sagen, okay, es war die Kirche, während der Sumpf darunter halt als ein Organ, wo man Zugriff auf Minderjährige hat, sich die Kirche unter den Nagel gerissen hat. Ne? Ja, der Gedanke liegt nah. Genau, hier haben wir den Tagesspiegel, der das Ganze auch zunächst veröffentlichte. Und da erfahren wir, dass er in den 70er Jahren auch sich selber einen, ja, es ist unklar, ob Jungen oder Mädchen, aus Datenschutzgründen, angeblich auf jeden Fall, wird überhaupt nichts bekannt über die Person, sich selber vermittelt hat und diese Person dann auch missbraucht hat, auf jeden Fall einen Minderjährigen. Also er selber war Profiteur von dieser Geschichte. Wenn du so viel davon quatschst, ist das Ding ja eigentlich eh klar. Ja, ne? Ja. Also das Niedrigste der Gefühle wäre noch, du holst dir einen runter auf irgendwie Pornos oder so. Ne? Und ja, höchstwahrscheinlich machst du es auch selbst. Jetzt haben wir es bei ihm schwarz auf weiß. Ne? Mit dem Segen der hohen Eliten in Berlin. Was meinst genau, du, hätte Kendler sein Kind zu dieser Dragshow mitgenommen? Ja, klar, der hätte sich, dem wäre einer abgegangen. Ich meine, das ist doch kein Zufall. Ist doch kein Zufall, dass in der pädagogischen, in der Bildungselite in den 60ern bereits hier dieser Gedankenvirus von der Frühsexualisierung seine Umtriebe gemacht hat, dann langsam gekrochen ist über die Hochschulen in die Medien und jetzt auf einmal in Amiland volle Kanne normalisiert wird und auch hier langsam Fuß fasst. Ist ja kein Zufall. Also das wirkt ja so wie by Design. Ne? Ja, die Verbindung von sexuell explizitem Material im Kontext von Kindern, dass das gesellschaftlich etabliert wird. Ja, das kannst du besuchen, schaut euch die Gaudi an, ist doch alles normal, alles für die Pride, alles für die Visibility, so wird dir das dann verkauft, ja. Wir haben aus den 90ern, wo die Grünen offen damit waren, dass sie
Filet legalisieren wollen, also die Auslebung davon legalisieren wollen, immer noch Leute an hoher Position im Bundestag bei den Grünen. Ne? Kühnerst, die damals sagte, auf einen Zwischenruf von einem CDUler, der sagte, ja, ihr wollt doch, oder in eine Rede von einem CDUler machte sie einen Zwischenruf, die Rede war, ihr wollt doch auch die sexuellen Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen straffrei machen. Und daraufhin sagte Kühnerst, Komma, solange keine Gewalt im Spiel ist. Ne? Das ist dieselbe alte Kinderbande von damals. Das war Kühnerst. Ja, es gibt natürlich auch noch Cohn Bendit. Da sage ich der Vollständigkeit halber, der ist nicht mehr Mitglied dieser Partei. War es aber auch noch bis in die 2000er. Der hat auch über die Liebe zum Kind geschrieben, hat sich geäußert in Richtung von diese Interaktion. Gerade wenn ein Kind einen Erwachsenen auszieht, das sei sehr, sehr innig und intim. Das Zitat könnt ihr zum Beispiel in meinem Video sehen, grüne Zitate, doch, das haben sie wirklich so gesagt. Das ist ja auch relativ gut hochgegangen. Da hat Korrektiv versucht, diese Zitate mit fehlendem Kontext zu bedenken, um das ein bisschen zu relativieren, mutmaße ich. Ne? Das ist jetzt keine feststehende Aussage von mir, aber auch dieses Zitat fand man unter einem Faktencheck, wo fehlender Kontext vorgeworfen wird bei den Zitaten. Sie haben es wirklich so gesagt, Herr Cohn-Bendit hat sich wirklich so ausgedrückt. Und ich glaube nicht, dass Kühnerst und Cohn-Bendit jetzt die einzigen Leute sind. Ja, das wäre doch etwas komisch. Ja, da werden es eher mehr sagen oder weniger, als es denken, ne? Im noch momentanen Klima. Ich denke halt, die denken sich, wie gesagt, mit Marty McFly, ja, ihr seid wahrscheinlich noch nicht bereit dafür, aber eure Kinder werden es lieben. Ne? Genau, kommen wir zurück zu diesem konkreten Fall. Der zentrale Akteur ist weiterhin das Landesjugendamt in Berlin, wo Kentler als Psychologe beste Kontakte hatte und die quasi komplett nach seiner Pfeife getanzt sind. Es sind allerdings noch weitere Akteure jetzt in den Fokus gerückt, zum Beispiel in Tübingen, die Martin-Bonhoeffer-Häuser. Da kommen wir auf K7. Mhm. Einen Moment. Und sehen das Erste, was ich finde, wenn ich nach denen suche, und zwar ihren Eintrag auf der Seite betterplace.org. Ist natürlich eine riesen gemeinnützige Geschichte, ne? Betterplace.org, Deutschlands größte Spendenplattform. Das scheint über die zu laufen, unter deren Schirmherrschaft oder auf jeden Fall massiv durch die finanziert. Auf deren Seite ist auf jeden Fall das Ergebnis für diese Geschichte, wo die sich selber vorstellen. Da, wie gesagt, das muss nichts heißen, mit viel Vorsicht genießen, aber wir haben das schöne Langnese-Logo nochmal, ne? Das in den FBI-Files, die bei WikiLeaks rausgekommen sind, angegeben wurde als das Girl-Lover-Symbol. Ne? Das Herz, das sich in sich selber einwickelt, nur hier halt quasi halbiert bei Better Place. Muss nichts heißen, alleine heißt das null, also gar nichts. In dieser Paarung ist das ein Hm. Ne? Über ein Hm reicht es nicht hinaus, aber es ist ein Hm. Hm. Genau, auf dem nächsten Slide sehen wir, dass auch weitere lokale Jugendämter im gesamten Bundesgebiet da die Augen verschlossen haben, eine diffuse Rolle gespielt haben, heißt es hier. Sie hätten sich in ihrer Zuständigkeit nicht klar positioniert, steht in dem Zwischenbericht. Sie hätten das Landesjugendamt Berlin um Bestätigung der von ihnen erteilten Pflegeerlaubnis gebeten. Also quasi, da hat man nur gefragt, jo, der hat noch alle Tassen im Schrank, der ist koscher, der Kentler, also hier an die Plus die Kinder vermitteln. Und die haben gesagt, ja, ja, genau. Und dann haben die es gemacht. Alter. Genau. Und auf dem letzten Slide sehen wir, dass bis heute Forscher, also Wissenschaftler, aktive Wissenschaftler, den Kentler verteidigen. Der war ja damals eine Art Popstar bei denen, ne, in dieser gesamten Hippie-Geschichte. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, also das ist ja kein Einzelfall. Wir hatten ja auch die Waldorf-Geschichte, ne, das war doch auch so ein quasi Hippie-Schulprojekt, wo die Lehrer quasi enger zusammenleben mit den Kindern, quasi so eine Art Familie gründen, jeweils mit irgendwie 5 Stück oder so und dann in einem Haushalt da leben und so, ne, wo dann auch, also da, ich hatte neulich ein Doku drüber gesehen, die zieht dir die Schuhe aus, ne, wo quasi die Kinder sich schon so zynisch gesagt haben, ja, wenn der kommt, dann leg dich auf den Bauch. Denn ansonsten kriegst du halt einen Finger in den Arsch. Ne? Oh, oh Gott, oh Gott. Wobei dann auf den Bauch legen wahrscheinlich nicht die richtige Wahl wäre, aber ja. Ja, gut, was sollst du sonst machen? Ja, da verstecken kannst du zumindest im Schrank. Vermeiden. Ja, ja, genau, auf jeden Fall immer noch. Auch in der heutigen Wissenschaft gibt es Leute, die stehen da offen zu. Zudem beklagten die Forscher der Uni Hildesheim, also die Leute, die diese neue Untersuchung durchgeführt haben, es gebe noch immer öffentlich bekannte Wissenschaftler und andere Personen, die in das Netzwerk eingebunden waren, die Kentlers Arbeit bagatellisierten oder sogar heroisierten. Einer der befragten Personen oder eine der befragten Personen schilderte diese frustrierende Erfahrung. Für sie sagen die Forschenden oder sagen die, jetzt gender ich hier schon noch, was nicht mehr gegendert ist, Alter. Für sie sagen die Forscher, stelle sich die Frage, wie da so weggesehen wurde, auch von studierten Menschen. Ja, gerade von studierten Menschen, ne? Die wurden quasi indoktriniert in diese Scheiße rein.
Ja, bis zu seinem Tod 2008 war er im Endeffekt noch weiter ein Popstar, war er im Endeffekt weiter noch ein renommierter Mann und dann kam der große Fall von ihm. Wir haben gerade von Clowny nochmal den Faktencheck gehabt, ne? Bis in die frühen 2000er fanden diese Vermittlungen statt, also für ungefähr knapp 50 Jahre, ne? Ja. Unter dem Segen von Berlin, ne? Also von so netten Leuten werden wir da regiert, wurden wir da regiert. Zum Glück wurden die alle ausgetauscht gegen idealistische, freundliche, liebe Leute. Da bin ich ganz glücklich drüber. Und nicht nur Leute, die ein wenig geschickter vorgehen. Ja, das ist, was noch so rausgekommen ist über Kentler. Abschließend kann ich dazu noch ein Interview empfehlen von Carsten Stahl mit einem gewissen Leon so und so. Ich weiß nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt. Es ist ein sehr intensives Interview, da sitzt er mit diesem Moderator zusammen mit einer Shisha, jeweils jeder bewaffnet, und Carsten Stahl zieht halt so viel vom Leder, der zieht nicht einmal an dieser Shisha in 2 Stunden Interview, und erzählt da auch von Kentler und auch vom Berliner Senat, der das dementsprechend nicht nur geduldet hat, sondern auch durchgewunken hat. Und in dem Moment, wo Carsten Stahl, so sagt er, so erinnere ich mich an diesen Beitrag, also erstmal unter Vorbehalt, zieht euch das Interview auf jeden Fall rein. Er meinte, er hat im Auftrag oder ja unter den Freien Wählern, er war ja in Neukölln bei den Freien Wählern, eine Anfrage gestellt hat, die eingebundenen Personen dementsprechend einmal offenkundig zu kommunizieren, ne, in der Antwort dieser Anfrage. Als Antwort darauf wurde das unter Verschlusssache gestellt. Mhm. Ja, das wurde nicht auch veröffentlicht, sondern die haben es dann unter Verschlusssache gestellt. Auch interessant, dass bis vor 14 Jahren, bis 2008, als er dann tot war, das Ganze noch komplett unterm Deckel war, ne? Keine Sau darüber geredet hat. Es wirkt ein wenig so, als hätte man abgewartet, bis der tot ist, weil man war ja gut Freund mit dem, ne? Das war quasi der Typ, den man dann abends irgendwie zum Golf oder was auch immer die ja machen, zu etwas drakonischeren Sachen gesehen hat. Dann hat man sich gesagt, okay, jetzt ist er tot, bringen wir den als Bauernopfer, denn die Geschichte wird irgendwann überkochen, irgendwann wird irgendwer plaudern, irgendwas wird an die Presse kommen und dann kommt das raus. Ne? Es wird der Tag kommen, also machen wir ihn zu einem Bauernopfer nach seinem Tod, dann werden wir alle anderen in diesem Fall schön in Ruhe gelassen. Ja, und allein, dass man die Sache unter Verschlusssache stellt, lässt zumindest vermuten, dass dort vielleicht Leute in diesen Unterlagen stehen könnten, die nach wie vor in Amt und Würden sind. Ja? Man könnte vielleicht auf den Gedanken kommen, dass ja Billy alles andere ist als einfach nur ein Phänomen, was man aus der katholischen Kirche kennt. Es ist ein Phänomen, was verschiedenste gesellschaftliche Schichten, aber vor allem auch die Oberschicht durchaus durchzieht, auch in Deutschland. Und dass das 50 Jahre lang so funktioniert, zeigt einfach nur, dass da eine krasse Lobby am Start ist, die hinter den Kulissen sich vernetzt, gegenseitig sich deckt und ja bis zu seinem Ableben verhindert hat, dass das überhaupt offen diskutiert wird und aufgearbeitet wird. Wir sind ja jetzt immer noch dabei. Wir haben euch jetzt gerade Neuigkeiten präsentiert aus einem Artikel, der kam heute. Ne? Also genau, der Abschlussbericht. Also das war erst der Zwischenbericht, ne, von der Uni Heidelberg. Der Abschlussbericht, der soll dann kommendes Jahr vorgestellt werden. Also ja, es kommen immer noch neue Sachen dazu raus. Und ich will auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass disproportional das sehr mächtige Männer waren, denen diese Kinder vermittelt wurden. Richter, Staatsanwälte, Politiker, Presseleute, sowas. Ja, ja. Und ja, dann denke ich über Drag Queen Story Hours nach oder über die Show, die wir heute gesehen haben, wo unter dem Deckmantel des Allytums LGBT halt Kinder ganz klar dieser Sexualisierung, dem klaren Darstellen von sexuellen Handlungen, vielleicht ein bisschen in süßen Kostümen im Weihnachtskontext, ja, dass die damit offen konfrontiert werden, dass auch in Deutschland gerade über das Regenbogenportal ja pädagogische Leitmaterialien für Kitas bereitgestellt werden, die LGBTQ-Lebenswelten ihnen nahebringen wollen, also die Kinder zumindest ihre frühe Erziehung in einen Kontext legen, der auf Sexualität zu einem gewissen Grad fixiert ist, wobei Sexualität mit Kindern eigentlich nichts zu tun haben sollte, dass das vielleicht zu einer Slippery Slope wird oder eine Art Einstieg ist. Wir erinnern uns an den an die queere Kita, die in Berlin errichtet werden sollte, wo dann im Vorstand selbst halt ein Pfeiler sitzt dementsprechend, der jetzt auch zurückgetreten ist, ne? Aber das musste auch erstmal von der Bild über die Bühne getragen werden. Da musste sich erstmal Widerspruch dementsprechend äußern. Und ja, tatsächlich ist dieser Typ, der damals im Vorstand noch saß, also bis vor ein paar Monaten heißt damals, in diesem schwul-lesbischen Vorstand, der halt dementsprechend diese Kita da hochzieht, dass der in demselben Pfeil-Netzwerk aktiv war und vernetzt war mit Herrn Kentler.
tatsächlich. Also das hat Chris in einem Stream zutage gefördert. Das kann man ganz offen einsehen bei Wikipedia, wo die sich organisiert haben, in welchen Liebhabervereinen dementsprechend. Und er war im selben Verein wie Kendler. Also dementsprechend ein Schelm, wer da denkt, dass dieser Mann vielleicht auch ein, ja, ein anderes Interesse hat, als einfach nur Visibility zu spreaden für LGBT mit einem Konzept wie diesem. Ja, meine lieben Freunde. Klar. Alter, oh, sehr weihnachtlich. Na, kommt schon Weihnachtsstimmung auf bei euch. Wenn ihr brav seid, dann schickt der Kendler euch was vorbei. Ja, ja. Also es ist heftiger Scheiß. Wie gesagt, nochmal meine Empfehlung geht raus an Charlotte Corday. Ne? Ihr Video über die Kendler-Experimente geht dann nochmal ins Detail. Carsten Stahls Interview mit diesem Leon, das findet ihr, wenn ihr Carsten Stahl Interview Leon eingibt. Da redet er auch kurz über Kendler an einer Stelle und darüber, dass der Berliner Senat das unter Verschlusssache gestellt hat, was einen vermuten lässt, dass da immer noch Leute in Amt und Würden sind, die da eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Und abschließend kann man nur sagen, Pädophilie ist kein Einzelfenomen, was irgendwie nur die Unterschicht betrifft. Ja. Gerade die Leute, die viel Macht haben, viel Lobby haben, konnten das über 50 Jahre lang unterm Deckel halten. Also Pädophilie ist kein Randphänomen. Ich will zu dieser sexuellen Befreiung der Kinderphilosophie noch einmal die harte Schwurbelei kurz ansprechen, was für mich mit das Interessanteste war, was da auf Wikipedia zu finden war. Auf Slide 1 war das Ende des ersten Absatzes: Frühe Koitus-Erfahrungen seien sinnvoll, den Koitus erfahrene Jugendliche fordern eine eigenständige Welt der Teenager und lehnen die Normen der Erwachsenen häufiger ab. Das war ja 100% kongruent mit den Zielen abseits von Sexualität, die von der Frankfurter Schule da waren, von allgemein der ganzen Hippie-Bewegung und so weiter. Es sollte ja die althergebrachte Welt abgelehnt werden und eine neue Ordnung erschaffen werden über die Jugend. Ne? Dass man quasi die sexuelle Befreiung in Anführungszeichen der Jugend als einen Schritt, eine Treppenstufe dazu sieht. Ja, Schlomo, und da denke ich tatsächlich an das pädagogische Begleitmaterial zu Julian ist eine Meerjungfrau, die älteren Veteranenzuschauer, Elitenzuschauer hätte ich fast gesagt. Vielleicht schauen die ja auch zu, Verfassungsschutz, hallo. Die Sache mit Julian ist eine Meerjungfrau, nur kurz umrissen, war die Vorstellung eines Kinderbuches und dem dazugehörigen pädagogischen Begleitmaterial auf dem Regenbogenportal, was wiederum eine Seite ist, die vom Bundesfamilienministerium ins Leben gerufen wurde für ein paar Millionen, die dort ein Begleitmaterial zu diesem Buch zur Verfügung stellen. Und in diesem Buch geht es darum, dass ein Kind sich als Meerjungfrau, ein Junge sich als Meerjungfrau verkleidet und eine Meerjungfrau werden soll. Also es ist im Endeffekt ein Proxy für Trans, nur so ein bisschen Fantasy-mäßig. Und das soll in den Kitas vorgetragen werden und im pädagogischen Begleitmaterial, wo du das gerade angesprochen hast mit dieser Herrschaft der Kinder, ja, dass das von den Eltern losgelöst werden soll. Auch dort in diesem Begleitmaterial, wenn ihr euch die alten Beiträge anschaut, ich habe auch ein ganzes Video dazu gemacht, dort reden sie ganz gezielt davon, dass auch Adultismus entgegengewirkt werden soll. Adultismus heißt das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern, dass Eltern das Sagen haben über Kinder. Ja, dass das auch dem entgegengewirkt werden soll. Warum sie das nicht mögen, ist recht simpel. Weil Kinder leicht zu manipulieren sind und sie wollen die Macht über die Kinder haben, ne? Sie sehen Kinder als eine politische Waffe an, und je weniger die Eltern noch einen Einfluss auf diese haben, desto mehr hat der Staat direkt einen Einfluss, und das wünschen sie sich. Ja, wenn du die Kinder hast, dann hast du die Zukunft. Aber meine Kinder kriegt ihr nicht.